Vor einigen Monaten gegen die Berlin Stars, endete mit einem 2:44. Aber heute haben sich die Spieler nach zweiten Männern der Wert viel vorgenommen. Und der Return wurde gleich verloren von dem Spieler der Butchers und Bullets der Spielgemeinschaft. Erster Versuch für die Offense der Berlin Bears an der 28-Yard-Line der Butchers. Die Bears haben nun 4 Versuche, um eine Distanz von 10 Yards zu überbrücken. Wird dies geschafft, haben sie weitere 10 Versuche. Und gleich ein schöner Lauf über die Nummer 32 der Berlin Bears, Sven Schmeier. Und die Schiedsrichter zeigen jetzt schon die Berlin Bears an der 20, knapp an der 20-Yard-Line der Brandenburg Butchers. Und erneut ein Laufspielzug über die Nummer 32, Sven Schmeier. Außenrum an die 10-Yard-Line. Und das sieht wieder nach einem erneuten First Down aus. Klick mit der Nummer BKN6030 bitte umparken. Das könnte sonst abgeschleppt werden von uns. Und komm, komm her, die Nummer 32, Sven Schmeier. Sie haben jetzt die Möglichkeit, den Ball durch die Querstangen zu kicken, besser gesagt darüber. Und es sieht gut aus. Die Schiedsrichter zeigen an, auch dieser Zusatzpunkt ist gültig. Es gibt einen Punkt, somit neuer Spielstand 7:0 für die Berlin Bears. Und der Spieler mit der Nummer 77, Uwe Neumann. 57, Misha Tomaszewski. 62, Michael Blaho. 63, Uwe Walter. Die 65, Roland Süßenbach. Die 66, Wolfgang Heise. Die 67, Jörg Buchwald. Die 75, Bernd Röhl. Die 77. So, nun die Brandenburg Butchers in Spielgemeinschaft mit den Berlin Bullets mit ihrem ersten Angriffsversuch. Und sie versuchen einen Pass zu spielen. Und er wurde getackelt durch die Nummer 96, Thomas Henkel, der Berlin Bears. Und er sieht nach einem Quarterback-Sack aus. Aber die Schiedsrichter haben noch eine Flagge geworfen, eine Strafe wurde angezeigt. Und jetzt wird der Schiedsrichter verkünden, gegen wen diese Strafe verhängt wird. Und er zeigt an, ein Frühstart, ein Vollstart der Offense. Somit wird die Strafe gegen die Butchers abgeschlossen. Endzone anfangen, wird die Distanz zur eigenen Goal Line halbiert. Half the distance to the Goal Line. Und somit der erste Versuch nochmal für die Butchers und Bullets. Und sie versuchen es mit einem Lauf durch die Mitte. Und durch einen Team-Tackle gestoppt durch die Defense der Bears. Raumgewinn durch die... Und noch 20 abzugehen. Und erneut der Versuch eines Laufspielzugs. Und der Spieler kann in der eigenen Endzone zu Boden gebracht werden. Und der Schiedsrichter zeigt das diesmal an. Kein Touchdown, sondern ein sogenannter Safety. 2 Punkte. Bei Und jetzt aufgenommen werden durch die Nummer 34 der Berlin Bears. Das wird durch einen Team-Tackle zu Boden gebracht. An der 32-Yard-Line der Berlin Bears. Und erneut ein Laufspielzug über die Nummer 32, Sven Schmeier. Und er kann mit seinem Laufspielzug über die Außenseite einem sogenannten Klippe halten. Und diesmal ist die Nummer 34 der Beiträger. Stefan Zarnik. Er schafft mit seinem Lauf erneut einen Sweep über die Außenseite. Nein, spielen die für den Defense. Eigentlich eine 4-3, oder? Ja, eine Dreier spielen die. Drei Linien. Und diesmal ein angetäuschter Laufspielzug. Es wird ein Pass. Von dem Quarterback Nummer 16, Pascal Joyeux. Und der Ball war gut geworfen. Leichte Probleme bei der Ballkontrolle. Und nun erneut ein Passspielzug. Ah, er konnte im Backfield gesteckt werden durch die Nummer 38. Der Ballschuss. Schön. Jetzt im Ball besitzt die Nummer 44. Thomas Rösicke. Thomas Rossi Rösicke. Nur dann.
Und Probleme beim Punt. Und die Nummer 7, Andreas Rosenbrosius, konnte den Punt. Telefon. Und da war scheinbar zu früh gestartet. Und die Schiedsrichter werfen noch die bekannte gelbe Flagge. Strafe wurde angezeigt. Aber die Offense hat sich zu früh bewegt. Weiterhin die erste. Und wir versuchen es mit einem Laufspielzug durch die Mitte. Danke. Nee, weil angenehm da war. Und diesmal ein Laufspielzug durch die Nummer 46. Er wurde durch die Defense der Berlin Bears gestoppt und sogar ins Backfield gedrängt. Der Spielzug ist jedoch da zu Ende, wo die Vorwärtsbewegung gestoppt wird. Und schön getackelt, jetzt kommt das ganze Team der Berlin Bears. Erneut hat dieses Punt sich ausgereicht für einen First Down. Und sie stellen sich zumindest schon mal in der Punt-Formation auf. Es kann natürlich immer noch ein Take kommen. Aber sie punten. Und der Ball aufgenommen durch die Nummer 96 der Berlin Bears, Thomas Henkel. Und er geht über die Außenseite, jetzt kommt voran auf die Defense. Oh, durch die Nummer 72 konnte er ja noch gestoppt werden, aber es sah so aus, als wenn da illegalerweise der Fuß zur Hilfe genommen wurde. Ist auf jeden Fall eine Flagge auf dem Spielfeld, Strafe wurde angezeigt. Aber die liegt woanders. Aber es sind sogar drei Flaggen auf dem Spielfeld zu sehen. Wir müssen jetzt abwarten, was die Schiedsrichter entscheiden. Gegen die Butter. Schiedsrichter bitten den Captain der Berlin Bears, die Nummer 51, Andreas Kimmich, zu sich. Das heißt, die Strafe wird höchstwahrscheinlich gegen die Mannschaft verhängt. Aber nicht schlecht, schön strategisch verteilt. Vier Flaggen sogar. Ja, da hinten. Vier. Und eine ist ganz spät geworfen worden nochmal. Ja, aber da hinten muss auch noch irgendwas gewesen, weil er die ganz gegen Ende geworfen hat. Vier Flaggen, wenn die alle gegen die Butcher sind. Also einer war wirklich ein armes Ding. Na komm, erzähl uns was. Ich war nicht wie ein Pizza. Zwölf Mann. Und der Schiedsrichter zeigt an, die Berlin Bears sind im Match der Offense zu begrüßen. Offense-Coach der zweiten Mannschaft der Berlin Bears und Nationalmannschaftsspieler Tarik Al-Habash. Und wie man sieht, haben die Running Backs schon einiges gelernt. Die Nummer 32 ist Mensch Meyer in höchster Not. Durch die Nummer 66 der Berlin Bears, Wolfgang Heise, den Herz zu gehen. Und erneut der Laufspielzug über die rechte Seite, heute Nummer 32, Sven Schmeier, konnte mit seinem Laufspielzug einen Raum gewinnen wollen. Ja, weil er hat. Und diesmal die Nummer 7 der Ballträger für die Berlin Bears. Und jetzt versuchen wir es mit einem Quarterback-Sneak durch die Nummer 16, Pascal Joyeux. Und der kickt ihn daneben, jetzt müssen sie improvisieren, einen Pass werfen. Und der Pass wird gefangen durch den Altinternationalen Ben Hartmann. Zwei Punkte. Schwierigkeiten bei der Ballannahme, aber konnte noch sicher aufgenommen werden. Aber für einen Return reicht es nicht mehr. Und die Schiedsrichter zeigen an, sogenanntes Roughing the Passer. Der Quarterback wurde, nachdem der Ball
Vorder? Und jetzt ist das erste Spielviertel beendet. Spielstand 17:0 für die Berlin Bears. Das ist doch Quarter, oder? Mhm. Hört das, der Schnitt ist nur echt am Leer. Ich höre mal die Chains nicht. Erste Versuch, um 10 Yards zu gehen. Und der neue, den Pass. Und er konnte gerade noch so abgesprungen, abgeklatscht werden durch die Nummer 53, Martin Koch. Und diesmal in Laufspiel zu. Schön. Die Champions durch die Nummer 51, Bullen Spielgemeinschaft. Und ein Pitch auf die Nummer 44, der ein Sweep zu laufen versucht. Aber erneut die Champions durch die 3, dafür wieder einen Punt zu versuchen. Und der Punt ist gut. Er geht weit in die Hälfte der Berlin Bears. Wird erneut aufgenommen durch die Nummer 96. Und er konnte getackelt werden durch die Nummer 29. Der wurde im Brand. Sind beide angekommen? Oh, und diesmal ein Fumble konnte aber aufgenommen werden. Und noch ein schöner Lauf über die Außenseite. Ein Mist-Tackle. Noch einer. Die Nummer 34, der wurde im Brand. Stefan Zahnig mit einem wunderschönen Lauf über die Außenseite. Ja, und diesmal die Nummer 7 der Waldträger, Stefan Rosius, Töchter, Spielzug. Und die Nummer 99, Ben Hartmann, yeah, mit seinem ersten Touchdown des Lebens. Touchdown, die Nummer 99, Ben Hartmann. Bei um okay. Und erneut der Zusatzpunkt. Wieder durch Stefan Rosius. Andreas. Er heißt Andreas, man lernt nicht endlich. Aber er ist trotzdem gut. Und Kicker ist die Nummer 78, Nico Schulz. Die Nummer 44, der konnte den Ball jedoch noch sichern. Denn ein Kickoff ist ein freier Ball. Niederhose. Und gleich ein Pantversuch. Wurde aufgenommen durch die Nummer 28. Aber ich denke durch die Nummer 53, der Defense, Martin Koch. Aber mehrere Flaggen auf dem Spielfeld, somit Strafen angezeigt. Was ist eigentlich Tackle? Wenn du den einhältst. Vom Boden reißen. Ja, False Start Offense. Den Ballträger stoppen. Mhm. Das war der erste, aber da war noch ein zweiter. Haben wir fast auch die Roughing gesponnen. Ja, da wurde das eben angezeigt. Hat er nicht geworfen. Na, hier ist aber noch ein Fleck. Da vorne, ja, die, das war die hier. Die Roughing. Der Schiedsrichter zeigt an, eine Strafe gegen die Offense. Ein Vollstart, zu früh hat sich jemand bewegt. Und ein Laufspielzug über die Außenseite. Und ein schöner Tackle durch die Nummer 53, Martin Koch. Oh, der liegt. Das war ein klassischer Tackle. Aber ein schöner Lauf, ja. Das nicht. Aber die Defense der Berlin Bears passt auf. Ermöglicht es in diesem Versuch, den Watchers von Listen. Aber war schon fast draußen. Naja, aber trotzdem nicht. Und diesmal erneut ein Laufspielzug durch die Mitte. Und es sieht so aus, als wenn es die Mannschaftspolizei wieder nicht geschafft hätte. Für 3 Yards. Und die Mannschaftspolizei entscheiden sich zu punten, nicht nochmal zu versuchen, diese Distanz zu überbrücken. Und der Ball wurde gesichert durch einen Spieler der Mannschaft.
somit keine Möglichkeit für einen Return. Nicht von den Seiten springen. Und ein Pass. Versuch. Und ein Pass. Konnte leider nicht unter Kontrolle gebracht werden durch die Nummer 87 Thorsten Gall. Und erneut mehrere Flaggen auf dem Spielfeld. Mehrere? Ah ja. Scheiße. Ja. Brummt gut weg, ja. Was ist das? Gelegen mit dem Downfield. Ach so. Warte, ich halte da nochmal, ja? Und der 1932 Sven Schmeier, der Ballträger, konnte jedoch durch die 92 der Defense ins Ausgedrängt werden. Nur ein Jugendschirm, zweiter Versuch und 15,5 Yards zu gehen. Und erneut ein Passspiel, der Cornerback unter Druck, konnte beinahe getackt werden, kann noch einen Pass anbringen auf die 99. Ben Hartmann, aber er wird getackelt durch die 88 der Brandenburg Butchers. First Down im dritten Versuch. Nummer 44, Rossi im Ballbesitz. Schön. Kann sich durchkampfen, bevor er durch den Team-Tackle gestoppt wird. Aber der Lauf hat einen First Down gebracht. Diese Lutscher, sag mal. Ah. Das sind die Distanz, die sie schaffen müssen. Und dieser Gelbe, der zeigt immer an, wo sie gerade sind. So, und jetzt hat er, sagen wir mal, hier. Oh, jetzt. So, jetzt hat er es geschafft. Aber hier ist eine Flagge, gut. Wenn er es jetzt geschafft hat, egal in welchen, ob ersten, zweiten oder dritten Versuch, dann kriegt er wieder vier neue Versuche. Holding offense. Und so muss man versuchen, sich dann über das ganze Feld zu arbeiten. Wenn sie ganz lange den Ball halten können. Holding offense, sorry. Eine Strafe angezeigt. Erneut ein illegaler Block in den Rücken eines Gegenspielers und die Offense der Berlin Bears. Wieder das Ding hier hinten hin. Die andere Distanz bleibt. Naja, haben falsch hingestellt. Die haben viele. Und diesmal ein gültiger Touchdown für die Nummer 87. Und er kann sogar mit dem Ball in die Endzone einbringen. Keine Frage auf dem Feld. Und ein gültiger Touchdown für die Berlin Bears. Durch Thorsten Gall. Aber abgeschnitten durch die Schiedsrichter. Aber im Prinzip muss man das nur nach hinten schleppen, den Ball, ja? Das ist das Vorfortschritt. Ja, also du musst halt... Also, kennst du. Nee, gut, okay, dann musst du halt da einbringen, sagen wir mal, in diese Endzone. Der Ball muss hier. Und diesmal zeigen die Schiedsrichter an, ist der Zusatz vom nicht gültig. Daneben getroffen. Spielstand somit 30:0 für die Berlin Bears. Gehen. Und die muss dann eigentlich auch jeder wissen. Und dann geht's los und die Verteidiger versuchen sich eben darauf einzustellen und möglichst das zu verhindern. Und jetzt ist es ein freier Ball, aber er hat nochmal Glück, dass er den sichern konnte. Und jetzt sind die Roten im Angriff und jetzt siehst du gleich, jetzt kommt hier von den Weißen die Verteidigungs... Wie das 10 Meter schafft mit vier Versuchen. Ah, das ist immer so eine Linie. So, jetzt haben die hier, sagen wir mal, den ersten Versuch gemacht und haben... Laufspielzug die Nummer 28 der Butchers. Von einem Raumgewinn erzielen. Also das wird immer davon abgerechnet, wo wir am Anfang waren. Verstehe. Oh nein! Raus! Jetzt hat er leider wieder nicht. Nein, der Lauf geht doch durch die Mitte. Raumgewinn knapp ein Jahr. Und das Spiel ist ja so, dass. Ich meine, das ist jetzt hier vielleicht noch nicht so ganz ersichtlich, aber es ist halt sagen wir mal, unheimlich ein praktisches Spiel. Du musst halt auch versuchen, dich nur Zentimeter nach vorne zu stellen. Und der Laufspielzug durch die Nummer 46, der Wandschatz. Ja, mit dem wir dann noch einen ersten Touchdown zu erzielen. Und der Cornerback ist ja bedrängt, das kann jedoch noch werfen. Aber da ist keiner außer ein Defense-Spieler, der Berlin Bears, aber auch er kann den Ball nicht unter Kontrolle kriegen. Ganz subtil. Jetzt wird das Punkt bei einem Ja, voll daneben. Der war geblockt auch. Schöner Pitch. Aber. Und Ballträger in Nummer 46. Konnte sich nicht durchsetzen.
Slutback. Ich versuche, 15 Hertz zu gehen. Tobio als Slutback. Oh yeah. Das ist ein Pass. Ja. Ja. Oh nein. Aber er steht auch ziemlich alleine da. Und ein Team-Tackle durch die Defense der Berlin Bears. Ist der Lockerman vorbei? Raumverlust. Könnt ihr laufen, ich bin so, würde ich nochmal denken. Wenn ihr die nicht schafft, kann ich auch nicht. Haben sie auch bei uns geschafft, ja. Und erneut ein Punt. Oh, super Block, Tobio. Und erneut aufgenommen durch die Nummer 96, Thomas Henkel. Er macht jetzt auf seine Vorblocker. Und wird ab dem 15. Herz schon die Hauslinie überquert. Aber ein günstiger Return. Oder ist es zu weit, dann sagt man, ich versuche den vierten gar nicht, sondern ich befreie mich, indem ich den Ball so weit wie möglich zu den Gegnern schieße. Damit gebe ich zwar meinen vierten Versuch auf, aber dafür sind die Gegner dann nicht gleich so dicht bei mir. Pass auf, Happy. Das ist. Und diesmal der Ballträger, die Nummer 40, Manuel Champignon. Die anderen schaffen es zwar auch. Schöner Fake. Und ein Pass erneut auf die Nummer 90, Ben Hartmann. Konnte den Ball sicher unter Kontrolle bringen. Geile Teil, Ben! Und dann machen wir gleich gesenkelt durch die 98. Und erneut ein Passspiel. Oh, hat der Zeit. Oh, der Ball ist etwas verunglückt. Und eine Interception durch die Nummer 92, der Bastard Bullet. Und er kann den Ball zurückfahren und jetzt kommt voran. Oh, oh. Interception durch die Bastard Bullet. Damit ist die Angriffsserie der Bears beendet. Der Ball wurde gefangen. Jetzt sind die anderen, also die Weißen nicht mehr dran, sondern die Roten. Ja. Und damit haben sie denen den ganzen Angriff geklaut. Also war das schon eine gute Aktion. Und jetzt ein Ballaufschild zurück über die Nummer 28. Und erneut getackelt sind die 53 Martin Koch. Also heute ein Lüfter Hart. Second down. 9,5 Yards to go. Knapp gepfiffen. Strafe angezeigt. Und Strafe gegen die Mannschaft. Der läuft aber weg, den kriegt der nicht. Und ein Pfandspielversuch. Hat er Zubio. Beinahe wurde er interceptet durch die 56 Igor Sanik. Konnte ihn bei jedoch auch nicht unter Kontrolle bringen. Und somit First Down für die Offense der Berlin Bears. Ich komme überhaupt. An der 48 Yard Line. Wir gehen! Was denn? Mach hinne! Meine Fresse. Und erneut ein Spielstopp über die Außenseite, die Nummer 32. Schön! Der Waldträger! Schützmeier, komm! Und der Kossi! Und ihr! Go, weiter! Touchdown! Rodriguez! Na, sowas. Die Nummer 32. Schützmeier! Flagge. Aber die Schiedsrichter haben eine Flagge geworfen, kurz vor der Endzone. Uwe Neumann. Das wäre jetzt bitter, wenn durch einen Foul der Touchdown nicht gelten würde. Gib den Schiedsrichter nicht. Ja, ganz leicht. Änderung für 48 Yards. Und der Schiedsrichter zeigt an, Strafe gegen die Offense der Berlin Bears. Somit ein ungültiger Touchdown. Ich hab eine Katze oder sonst was betreten. Erster Versuch für die Berlin Bears. Ich glaube, jetzt ist es an. Na super. Das hat was mit dem Und wir finden die Strafe angezeigt. Brauchst du da noch hin. Warte mal. Sag mal, was da ging. Na toll. Ich mal weiter was hier. Ja, mach ich ja gleich, kann ich noch nicht machen. Immer nur reden. Und diesmal die 44. Schön. Thomas Rösicke im Ballbesitz über die Außenlinie in die Endzone. Und diesmal keine Flagge auf dem Spielfeld, somit Touchdown für die Berlin Bears. Jetzt hat er auch Fehler. Wenn die Bears versuchen, einen extra Point zu kicken, versuchen wir es auch. Und wieder nicht gültig. Noch hat jemand auf die Finger zwischen. Zum Spielstand 36 zu 0 wieder freigegeben, Kickoff Berlin Bears. Durch die Nummer. Der neue Problem bei der Ballannahme, aber noch gesichert. Und Probleme beim Tackle.
Und der Spieler wurde ausgedrängt. Gültiger Richter. Also, völlig teilnahmslos. Das ist ein Doping. Hier ist ein Dachstuhl. Guck mal. Der Block überhaupt nicht. Und durch einen Team-Tackle gestoppt. Erneut ein Versuch der Lauf, durch die Mitte. Aber Team-Tackle durch die Defense der Böden Meers. Versuchen, noch Achter abzugehen. Hier, da. Erwähne doch bitte mal Tugio. Und diesmal ein Lauf, die Nummer 46, Ray Altenseiter. Warte, Naked out of road? Wurde noch. Langen Weg, erneut über 20 Yards getackelt durch die Nummer 53 Martin Koch. Und er muss halt das Spiel einstecken, aber dafür liegt eine Flagge auf dem Feld. Es sieht aus, als wenn der Spieler außerhalb des Spielfeldes getackelt wurde. Somit ein sogenannter Late-Hit Personal Call. Und ist wahrscheinlich eine Strafe gegen die Defense der Berlin Bears. Er hat da schon zweimal umgeknallt. Eko, Pong, das ist ein ordentliches Ding doch. Ja, aber ich meine, das sind schon Hühner. Da kann er sich profilieren. Das ist ja nicht Tape. The Tape Man, kann man ja mal nennen. First down, 10 yards to go. Das ist ein Pass. Offside. Auf Tubio. Und ein ungültiger Passversuch auf die Nummer 44. Ist der, wer sich hinstellt? Ist jeder Breitbein, jeder Blocker? Da kommt er auch nicht unter Kontrolle gebracht. So wie andere ihre Totenköpfe auf die Mails tragen. Ja. Jetzt sind wir wieder am Verfangen. Hören die doch nicht. Dann wird die Nummer 44 im Ball. Das war dein Money gewesen. So, ihr tackelt durch die Nummer 48 der Golden Bears, Matthias Lewandowski. Aber eine Flagge liegt auf dem Feld. Aber hat er nochmal reingeschmissen? Wahrscheinlich hat er eine illegale Technik angewandt. Face-Mask gegen die Defense. Ein Spieler gegen ihn nicht in die eigene Endzone eindringen zu lassen. Und hier ein guter Spielzug. Check mit dem Quarterback. Er kommt nicht dazu, den Ball zu passen. Und erneut ein Passversuch. Durch die Bullets, aber erneut der Quarterback schwer unter der Ränge. Angreifen auch beim Lauf. Mach ich doch, ja? Ich mach's. Oh, Alter, jetzt schicken sie alle Sachen. Und erneut ein Laufspielversuch und ein freier Ball, ein sogenannter Fumble. Und Mühe der Spieler bei der Sicherung des Balles. Und die Schiedsrichter zeigen uns nun an, die Berlin Bears konnten den Ball sichern, somit die Berlin Bears. Jetzt wissen wir, dass es noch nicht gereicht. Ja. Und erster Versuch der Berlin Bears. Oh, falsche Option. Ballträger, die Nummer 40, Manuel Champignon. Und erneut die Nummer 32, Sven Schmeier am Ballbesitz. Schafft er es diesmal einen Touchdown zu erzielen? Komm, Schmeier. Und dann kann er durch die Nummer 89, der Defense, der Randburg Batschers, noch außer. Oh, und diesmal der Running Back der Golden Bears, die Nummer 40, schwer mit Ränges, kann sich noch befreien, Manuel Champignon, kurz vorm First Down. Und es fehlt noch knapp 20 cm, seit der Schiedsrichter an. Neumann muss sich von den Rollen noch ein wenig erholen. Weil ihm schlecht wurde. Er wird immer noch für die Behalt ihn. Diesmal wählt der Quarterback selber den Ball. Und es sieht aus, als wenn er den First Down erzielt hat. Die Nummer 16, Pascal Joyeux. El Champignon. Diesmal ein angetäuschter Laufbezug und ein Pass.
Auf die Nummer 87, der Göhlenbeers. Thorsten Geil, vollkommen frei in der Endzone. Touchdown, Göhlenbeers. Andreas Grosel ist ein Zusatzkick. Souverän. Und diesmal gültig. Spielstand 43:0 für die Göhlenbeers. Hat er Weisheiten zu besten. Erneut wieder Kickoff durch die Göhlenbeers. Rubio wechselte sich ein mit den Worten, ey, Klingone, komm raus. Für den, den er rein. Und erneut Schwierigkeiten bei der Ballannahme. Euer Ball war schon unten auf dem Boden, der Spieler auf. Somit ist das Spiel verbeendet. Mit alles Tackeln auch nichts mehr. Aber es gibt auch keine Fleck. Also, jetzt bei den Batschers mit der Nummer 13 auf dem Feld, der ehemalige Präsident der Berlin Bears, Joachim Rubio. Oh ja. Und der Interception durch die Nummer 27 der Berlin Bears. Rüdiger Kurt. Konnte jedoch den Ball nicht mehr weit in die gegnerische Endzone zurückbringen. Ich finde das immer für ihre Rumpel hier nochmal. Und ein Sack durch die Nummer 55. Lucky. Aber eine Flagge auf dem Spielfeld. Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist der Turm. Das ist der Turm? Nee, das ist draußen im Notprojekt. Das ist der Show-Effekt. Die Lasershow. Du musst hier unten wackeln. Ah, gleich schaffst du es. Aber was ist denn das jetzt hier? Spring bloß nicht dauernd rauf und runter. Face-Nest Defense. Die Batschlet. Diesmal mal den Ausschluss über die Außenseite, die Nummer 34, Stefan Zahnig. Ja, schön, Stefan, komm! Touchdown, Stefan Zahnig! Nein. Und der Snap viel zu hoch. Wir müssen jetzt improvisieren. Wir versuchen einen Pass. Aber die Nummer 40, meine Standbindung kann den Ball zwar fangen, aber weit entfernt von der Endzone. Ja, und jetzt Batschers. Somit kein Zusatzpunkt. Kickoff bei den Bears. Das ist Nico. Nadel. 78, Nico Schulz. Und diesmal ein hoher, weiter Pfand. Erneut Probleme bei der Ballkontrolle und gleich getackelt an der 20-Yard-Line. Schröder. Durch die Nummer 34. Schon nicht durch Leistung auf die Aufmerksamkeit. Trägt er doch wenigstens eine lilane Hose. Was ist das für eine Motion, bitte? Und erneut ein Pass. Und Schröder 83. Völlig frei, konnte den Ball jedoch nicht unter Kontrolle bringen. Was war das denn? Ach, ich raste da unten. Ich bei den Leuten 46, der Ballträger. Für die Ball des Quatschers. Einer der besten Running Backs. Der Gegner heutzutage. Weiße Beine. Cellulite. Ruhiger Bauch. Vorher weg. Durch die Nummer 96. Von den Enkel. Und diesmal ein gültiger Passversuch. Aber keine Completion. Diesmal ein Tackle durch die Nummer 51, Andreas Kimmich. Und die 67, elf Yards zu gehen. Und dann sieht wieder nach der Punt-Formation aus. Und der Snap ist gut. Der Punt auch.
Und der Ball geht an der 5-Yard-Line und aus. Die 96 der Röhm wieder zu. Sie ist noch Weltträger, die Nummer 7, Andreas Brüllus. 1, 2, 3, 7! Und die 32, Jens Meyer, Weltträger. Ja, nur hier, ja. Danke. Oder an der eigenen 25, 26 Guideline ist ausgerückt. Aber es gab noch einen Angriff aus dem Spieler, als dieser bereits das Spielfeld verlassen hat. Somit wird zwar eine Strafe gegen die Altschaftsbrust lizenzieren. Halt die Füße still auf. Und der Schiedsrichter zeigt an eine Strafe gegen die Watschers-Bullets-Tiefen. Schön, komm, komm. Weitträger diesmal die Nummer 44, Thomas Wilsicke. Konnte auch frühzeitig durch die Defense gestoppt werden. Und ein Fumble. Konnte auch aufgenommen werden durch den Quarterback. Mit der 16 Pascal Joyeux. Okay. 11 Yards zu gehen für die Berlin Bears. Und ein Versuch fürs Passspiel aus der Nummer 86. Rainer Manske. Aus Rainer Manske. Und ein sogenanntes Screenplay, wo man die Defense durchkommen lässt. Und jetzt freie Bahn für die Nummer 34, Stefan Kranik, auf dem Weg in die Endzone. Aber 8 Yards vorher reichen dieser oder er durch die Nummer 22. Fort Start Offense. Aber er braucht Schiedsrichter haben abgepfiffen. Auch wenn sich Pascal Brieux gelügt, das hat schon viel nicht. Schiedsrichter haben das Spiel unterbrochen. Gegen die Böllenwert. Und ein Fumble, ein freier Ball, kommt aufgenommen werden durch Nummer 7, Andreas Brüllus. Aber er wird durch die Defense ausgedrängt. Raumverlust durch diesen Spielzug. Schöner Fake. Und diesmal ein Passspiel. Und der Pass leider zu hoch. Konnte nicht kontrolliert werden, ungültiger Pass zu sehen. Ballträger die Nummer 44, Thomas Lösicke. Aber er konnte die nötige Distanz nicht gefällt, um jetzt ein Zielpool zu schießen. Und der Ball wieder zu hoch gesnappt. Ein Hochpass auf die Nummer 34. Aber Stefan Zahne kann den Ball leider nicht unter Kontrolle bringen. Ein Touchdown für die Berlin Bears. Auf dem Weg zu einem First Down für die Watchers Bullets. An der eigenen 10-Yard-Line. Und ein Reverse-Spiel, wo der Ball nochmal abgegeben wird. Getackelt durch die Nummer 51 an die Kemi. Ja. Und der Quarterback schwer unter Bedrängnis, wird gesteckt von der Nummer 96 der Berlin Bears, Tommy Henkel. Oh. Und ein Lauf durch den Quarterback, und der Tackle durch die Nummer 56 der Berlin Bears. Igor Stanek. Und erneut konnte der Quarterback zu Fall gebracht werden. Und die Watchers Bullets müssen sich jetzt mit einem Punt befreien. Und
Und der Panther hat große Schwierigkeiten, den Ball zu panten. Und der Ball geht an der 20-Grad-Line ins Aus. Aber hinten in der Endzone liegt eine Flagge. Komm, mit Ball auf den Ruffing. Es sieht aus, als wenn der Panther unkorrekt attackiert wurde. Und wir hoffen, dass er sich dabei nicht verletzt hat. Down. Jetzt hat er einen neuen Quarterback. Die Nummer 89 versucht gleich mit einem Pass. Und er wurde abgefangen. Intercepted durch die 53 der Golden Bears, Martin Koch. Und er kann den Ball in die Endzone bringen. Touchdown für die Golden Bears. Durch die Nummer 53 der Versuch eines Kicks. Und der Kick wurde geblockt durch die Nummer 55. Der Berlin Bullet batscht das. Schiedsrichter hat das Spiel freigegeben. Kickoff Berlin Bears. Und erneut Probleme bei der Ballannahme. Aber der Returner wurde frühzeitig getackelt. Innerhalb der eigenen 20 Yards gehen. Für die Butchers Bullets. An ihrer eigenen 18 Yard Line. Na, aber. Mit dem neuen Vorderweg. Alles bringt. Ein versuchter Pass auf die 44. Konnte jedoch keinen weiteren Raum hinsetzen. Und sie spielen den gleichen Spielzug noch einmal. Und ein Running Back Pass. Wurde wieder intercepted durch die Defense der Berlin Bears. Durch die Nummer 29. Kai Morten. Kai Mortensen. Morten. Chef Bullet. Unglaublich. Und jetzt bei den Berlin Bears als Quarterback die Nummer 7 auf dem Spielfeld, Andreas Rosius. Und die Nummer 32, Sven Schmeier, der Ballträger. Zählt aber nicht. Aber ich vermute, er hat wieder Pech mit seinem Touchdown und es liegt eine Flagge auf dem Spielfeld. Warum haben die nicht abgepfiffen? Wenn jetzt die Strafe gegen die Offense verhängt wird, zählt dieser Touchdown wieder nicht. Dann hätte er ja schon zum zweiten Mal Pech gehabt. Aber vielleicht wird ihm der Spieler, der dafür schuldig ist, nachher ein Bier ausgeben, dann ist alles wieder vergessen. Touchdown? Alle Schiedsrichter heben die Flagge auf und mit Touchdown für die Berlin Bears durch die Nummer 32, Running Back Sven Schmeier. Geil. Und erneut ein zu hoher Snap und ein Pass in die Endzone. Conversion, 2 Punkte durch die Nummer 34, Stefan Panik. Und der Pass von der Nummer 7, Andreas Rosius. Ist ein weiter Kick, nicht so hoch, aber sehr weit. Schön, Nico. Der Ball tippt in die Endzone und aus der hinaus. Zum Touchback an der 20-Yard-Line. Heute die Nummer 46 der Ballträger, wurde durch einen Team-Tackle gestoppt, konnte keinen positiven Raumgewinn erzielen. Und erneut die 46 der Ballträger,
Schön geschubst. Kurz hart und rausgeschubst. Aber Raumgewinn. Und erneut ein Passversuch, Siegmann gültig. Kommt die Zeit. Auf die Nummer 3 der Berlin Bulls. Und im Lauf durch den Vorderweg. Er wollte zuerst versuchen zu passen, denn ist die Bauern gedeckt. Hat den Ball selber in die Hand genommen. Und das gleiche Spiel noch einmal. Ballträger der Cornerback mit der Nummer 89. Jetzt stoppt er ab. Obwohl er eigentlich die Außenseite noch mindestens bis 10 Yards frei hatte. So kann ihn die Defense stattgegeben. Und diesmal wieder die 46er Ballträger. Kann sich durch die Mitte durchpanken. Raumgewinn durch diesen Laufspiel vor 5 Jahren, ein Spektakel. Versuchen das mit einem Pass. Nein. Und beinahe wäre er gültig gewesen. Passversuch auf die Nummer 22, kann den Ball jedoch nicht kontrollieren. Zweiter Versuch, weiterhin 6 Jahre zu gehen. Und erneut ein Passversuch. Und diesmal ist er komplett. Gültig auf die Nummer 22, der Weinburg Batschers. Gültiger Passversuch. Damit die Distanz feiert. Und das Team feiert jetzt, feuert die Defense nochmal an. Feiert auch. Defense go. Und erneut die 46. Ballträger für die Bullets Batschers. Und erneut ein Na, oder? Und diesmal ein Versuch verlaufgezogen, aber die Defense der Berlin-Bears hat durch die Mitte geblitzt. Das heißt, die Linebacker schießen durch die Linie. Und ein schneller Snap, den hat keiner gesehen. Und der Quarterback muss uns ausgehen, wird schwer bedrängt durch die Defense der Berlin-Bears. Mit dem vierten Angriff versucht, um das 20 Yards zu gehen. Wir müssen jetzt alles auf eine Karte setzen, ein Lauf durch den Quarterback. Und verlieren. Aber da hängt das ganze Team der Defense der Berlin Bears dran. Kann ich 20 Yards. Und da muss er gleich zeigen, was er drauf hat. Und ein Versuch verpasst. Auf die Nummer 80 der Berlin Bears. Auf Alex van Eich. Und erneut ein Laufspielzug. Nummer 34. Schön, Stefan, komm. Stefan Zornig. Konnte gerade noch so durch die Nummer 11 der Batschers am Fuß getackelt werden, sonst wäre auch schon davon. Das ist jetzt Game. Und nochmal ein Timeout der Berlin Bears. Und da scheint ein gutes Spiel zu rausgekommen zu sein. Ein langer Pass auf die Nummer 80 der Berlin Bears. Alexander Eich, schwer im Bedrängnis. Zwei Defense-Spieler der Brandenburg Batschers Bullets haben aufgepasst. Und diesmal ein Passversuch auf die Nummer 82 der Berlin Bears. Mario Aruiz. Auch er wurde bedrängt. Und die Bears versuchen es. Sah aus, als wenn sie es nochmal in einem Pass versuchen, aber der Quarterback geht aufs Knie.
lässt die Zeit auslaufen. Und davon dürfte nicht mehr viel übrig geblieben sein. Und jetzt wird nochmal zur offiziellen Zeit gefragt. Und der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Meine Damen und Herren, der erste Sieg der zweiten Mannschaft für Gödelberg. 63:0 gegen die Spielgemeinschaft Brandenburg-Bad Köln-Bulle. Herzlichen Dank dafür, dass Sie hier waren, für die Unterstützung der Spieler. Und falls Sie mal Interesse an Football haben, jederzeit herzlich beim Training willkommen.